Willkommen zurück zur Videoreihe der Teilbarkeitsregeln. Ich bin Stefan und werde dich in diesem Video begleiten. In diesem Video lernst du die Teilbarkeitsregeln für die Teiler 2, 4, 5 und 10 kennen. Dafür solltest du schon die Division von natürlichen Zahlen beherrschen und wissen, was ein Teiler ist. Wenn du das noch nicht weißt, schau einfach im vorherigen Video vorbei, dort erkläre ich es dir. Was brauchst du sonst noch in diesem Video? Ich nutze zum Erklären der Teilbarkeitsregeln selbstgemachte Spielkarten mit den Ziffern 0 bis 9. Du kannst gerne auch selbst mitmachen, wenn du solche Karten zu Hause hast. Und außerdem kannst du deinen Taschenrechner zur Überprüfung deiner Ergebnisse bereitlegen. Wenn du dem Umgang mit dem Taschenrechner noch unsicher bist, haben wir dafür auch ein passendes Video für dich. Auch wenn du keinen Taschenrechner hast, ist es kein Problem. Du kannst das Ergebnis auch ohne überprüfen. Dafür erinnere dich an die Definition des letzten Videos. Eine Zahl ist ein Teiler, wenn du ganzzahlig, also ohne Rest, dividieren kannst. Drücke hier kurz auf Pause, damit du dir die Sachen holen kannst. Alles bereit? Gut, dann fangen wir gleich an. Die Teilbarkeitsregel 2 lautet: Eine Zahl ist durch 2 teilbar, wenn sie gerade ist. Nochmal kurz zur Wiederholung. Eine Zahl ist gerade, wenn ihre letzte Ziffer eine 0, 2, 4, 6 oder eine 8 ist. Machen wir gleich ein Beispiel dazu. Ich mische jetzt meinen Kartenstapel und lege dir 2 Zahlen auf. Lese danach die Zahlen ab und sprich sie laut aus. Die erste Zahl lautet 801 und die zweite Zahl lautet 934. Doch welche dieser Zahlen ist nur durch 2 teilbar? Drücke hier kurz auf Pause und überlege dir deine Antwort. Schauen wir mal, ob wir gleich gerechnet haben. 801 ist nicht durch 2 teilbar, weil ihre letzte Ziffer eine 1 ist und die Zahl dadurch ungerade ist. 934 ist jedoch durch 2 teilbar, weil die letzte Ziffer eine 4 war und die Zahl dadurch gerade ist. Wenn du noch ein wenig üben möchtest, kannst du hier auf Pause drücken und dir selbst noch ein paar Zahlen auflegen. Sonst machen wir gleich mit der 4 weiter. Nun werde ich euch zeigen, wie wir das Ergebnis im Taschenrechner überprüfen können. Dafür geben wir unsere Zahl ein. Das erste war 801, dann das geteilte Durchzeichen und 2. Unser Ergebnis ist 400,5 und das ist keine ganzzahlige Zahl. Daher wissen wir auch, dass 2 kein Teiler von 801 ist. Als nächstes geben wir 934 ein, dividieren wiederum durch 2, drücken wieder Enter. Wir bekommen 467, eine ganzzahlige Zahl. Wir können sagen und schreiben, dass 2 ein Teiler von 934 und kein Teiler von 801 ist. Doch in der Mathematik gibt es auch ein Zeichen dafür. Wenn wir sagen, 2 ist ein Teiler von 934, können wir schreiben 2, das entsprechende Zeichen, 934. Wenn die Zahl allerdings kein Teiler ist, wird der Balken, um das zu verdeutlichen, durchgestrichen. Du kannst die Notationen im unteren Beispiel auf der Folie ansehen. Die Teilbarkeitsregel durch 4 lautet: Eine Zahl ist genau dann durch 4 teilbar, wenn die Zahl, die aus ihren letzten beiden Ziffern gebildet wird, durch 4 teilbar ist. Was bedeutet das nun genau? Sehen wir uns gleich ein Beispiel dazu an. Die Zahl 324. Wir nehmen nur die letzten 2 Ziffern, also 2, 4, und sehen, ob 24 durch 4 teilbar ist. 24 durch 4 ist gleich 6, also folgt, dass 324 durch 4 teilbar ist. Ihr könnt es auch gleich im Taschenrechner überprüfen, wenn ihr mir nicht glaubt. Machen wir gleich wieder ein paar Beispiele mit den Spielkarten dazu.
Ich lege dir wieder zwei Zahlen auf, die du laut aussprichst und danach bestimmst, ob 4 ein Teiler dieser Zahl ist. Drücke dafür auf Pause und erinnere dich an die Teilbarkeitsregel. Eine Zahl ist durch 4 teilbar, wenn ihre letzten zwei Ziffern durch 4 teilbar sind. Hast du es schon bestimmt? Unsere zwei Zahlen waren 178 und 364. Und die Lösung schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wie du siehst, habe ich einen Rahmen um die relevanten Ziffern gelegt. Bei der ersten Zahl um 7 und 8. Jetzt müssen wir nur noch bestimmen, ob 78 ganzzahlig durch 4 teilbar ist. Und das ist nicht der Fall. Bei der Division von 78 durch 4 erhalten wir einen Rest. Daher ist 4 kein Teiler von 78. Bei 364 werfen wir wieder einen Blick auf die letzten zwei Ziffern, dieses Mal auf 6 und 4. 64 ist aber durch 4 ganzzahlig teilbar, daher ist 4 ein Teiler von 64. Und daher ist 4 auch ein Teiler von 364. Bei der 5 verrate ich dir die Teilbarkeitsregel noch nicht sofort. Die darfst du selbst entdecken. Ich habe dir hier viele verschiedene Zahlen eingeblendet, von denen manche durch 5 teilbar sind und manche nicht. Drücke hier kurz auf Pause und bestimme, welche Zahlen durch 5 teilbar sind. Das kannst du mit händischem Dividieren, mit dem Taschenrechner oder auch im Kopf machen, was immer dir lieber ist. Schon fertig? Super! Wie du sehen kannst, habe ich hier einen grünen Rahmen um all die Zahlen gelegt, die durch 5 teilbar sind, und einen roten Rahmen um alle Zahlen, bei denen 5 kein Teiler ist. Fällt dir bei den grünen Zahlen eine Gemeinsamkeit auf oder ist dir beim Rechnen schon etwas aufgefallen? Drücke wieder auf Pause und formuliere deine eigene Regel, wann eine Zahl durch 5 teilbar ist. Ich sage dir nun die Regeln. Dann kannst du vergleichen, ob du das gleiche geschrieben hast. Eine Zahl ist durch 5 teilbar, wenn ihre letzte Ziffer eine 0 oder eine 5 ist. Das können wir uns auch von der Fünferreihe herleiten. 5, 10, 15, 20, 25 und so weiter. Wie du merkst, enden alle Zahlen in der Fünferreihe mit einer 0 oder einer 5. Für die Teilbarkeitsregel durch 10 sehen wir uns einfach die Zehnerreihe an. 10, 20, 30, 40, 50, 60 und so weiter. Wir sehen hier auf dem ersten Blick die Gemeinsamkeit der Zahlen. Ihre letzte Ziffer ist immer eine 0. Daher folgt auch die Teilbarkeitsregel durch 10. Eine Zahl ist durch 10 teilbar, wenn ihre letzte Ziffer eine 0 ist. Ich habe dir hier auf dieser Folie noch einmal alle Regeln, die wir heute gelernt haben, zusammengefasst. Du kannst auch, wenn du noch weiter üben willst, dir selbst Zahlen mit Spielkarten auflegen und bestimmen, welche Zahlen ein Teiler davon sind. Ansonsten würde ich mich freuen, dich im nächsten Video wiederzusehen.